Hallo und guten Tag. Grafische Elemente zuschneiden. Manchmal sind die Bilder so, wie man sie nicht unbedingt braucht. Zum Beispiel hier bei diesem Pinguin, da ist dieser schwarze Rand drumherum. Den wollen Sie vielleicht nicht. Wie Sie die Bilder bekommen und so stellen, dass Sie sie frei bewegen können auf dem Bildschirm, habe ich Ihnen im letzten Video gezeigt. Es machen sich ja hier oben die Bildformat-Tools auf und Sie haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel über den Textumbruch das zu schalten. Ich habe bei mir die Grundeinstellung so gestellt, dass alle Bilder gleich als Quadrat kommen, das heißt, dass ich sie gleich anfassen kann. Das war hier mit dem Textumbruch möglich, es war mit dem Rechtsklick möglich, es ist aber auch hier an dem Bild habe ich praktisch auch nochmal die Layout-Option. Da ist es auch möglich. Da können Sie hier auch schalten und wenn Sie hier auf Weitere gehen, dann kommen Sie praktisch auch schon wieder in eins der Komplettmenüs. Aber was ich ja jetzt zeigen wollte, ich habe hier dieses Bild und ich möchte den schwarzen Rand nicht haben. Okay, wenn ich jetzt sage, ich schiebe das hier, ja, dann werden die Pinguine schmaler, aber der schwarze Rand bleibt. Wenn ich jetzt den Rechtsklick mache, dann habe ich hier auch so ein Tool, das nennt sich Zuschneiden. So, das kann ich hier mal schließen, das nennt sich Zuschneiden. Ich könnte es aber auch hier direkt über dem Menü machen, Zuschneiden. Und jetzt habe ich hier so schwarze Dinger dran. Und wenn ich auf diese schwarzen Dinger gehe, meine Maus, die wird jetzt praktisch zu so einem, ja, Block, sage ich einfach mal. Und wenn ich da jetzt mit gedrückter linker Maustaste schiebe, dann kann ich praktisch diese Ränder wegschieben, die ich nicht brauche. Und so wie ich klicke, ist das weg. Aber manchmal ist es so, dass diese ausgeschnittenen Sachen immer noch da sind hinterher. Da sollten Sie mal auf Bilder komprimieren gehen und sagen, zugeschnittene Bildbereiche löschen. Dann wissen Sie, es ist wirklich weg. Und jetzt können Sie das Bild kleiner, größer machen, wie Sie wollen, aber die schwarzen Ränder sind weg. Was man manchmal auch für Einladungen oder so etwas braucht, was vielleicht ganz schön ist, wenn ich dieses Bild habe und ich möchte das besonders zuschneiden, dann kann ich auch hier drauf gehen und sage, auf Form zuschneiden und ich nehme mir mal, wo ist es? Irgendwo muss so ein Herzchen sein, da ist das Herzchen. Und dann habe ich meine Grafik als Herz geschnitten. Kann sie wieder größer, kleiner machen, wie ich möchte. Ich könnte jetzt natürlich hier unten auch noch die Kante wieder abschneiden. Also Sie sehen, Sie haben so viele Möglichkeiten, mit diesen Grafiken zu arbeiten. Sie haben vielleicht ein Bild, da wollen Sie nur den Hund haben, da ist aber noch irgendwie das Herrchen daneben. Ja, dann schneiden Sie das Herrchen eben ab oder umgekehrt, je nachdem, was Sie brauchen. Also alles möglich. Grafische Elemente zuschneiden, probieren Sie es aus, fantastisch. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.